Moin Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bademeister Paul ist da oben am Start, der Norman ist mit am Start und der Bademann ist mit am Start. Wir wollten schon lange mal zusammen auf Tour, jetzt haben wir es endlich geschafft. Und wir chillen hier so ein bisschen am Pool. Wetter heute ist echt gut. Und da haben wir gedacht, müssen wir das Wetter auch mal ausnutzen. Jeglicher Verkehr im Pool ist untersagt. Das sei schon mal gesagt und meine Freundin ist heute nicht mit dabei, das heißt, es ist auch der perfekte Augenblick eigentlich mal, uns einen Swingerclub anzuschauen. Und ja, das werden wir jetzt machen. Viel Spaß beim Video. No jumping, no diving and no forkehring. Ja, Leute, den Eingang haben wir auch schon. Norman und ich sind gerade nochmal zurück zum Auto und haben unsere Lampen geholt. Ist doch dunkler als gedacht da drinne. Fenster zugehangen und sowas. Und hier können wir jetzt durch dieses Bambustor durch. Paul und der Bartmann sind schon drin und filmen ein bisschen. Wir sind halt zu viert heute und alle vier filmen für ihren YouTube-Kanal. Das heißt, das wird echt sonst ein ziemliches Durcheinander. Deswegen haben wir uns jetzt aufgeteilt. Paul und Bartmann sind schon drin und wir gehen jetzt rein. So, ersten Schritte rein in das gute Stübchen hier. Und auf den ersten Blick sieht das doch schon echt mitgenommen aus. Also hier wurde auf jeden Fall schon einiges runtergerupft und zusammenge... Oh, und irgendwie riecht es auch... Oh, irgendwie riecht es nach Katzenpisse oder so. Na? Oh. Ich glaube, das muss ich zensieren für YouTube. Ein Kalender von 2012. Könnte aber darauf hinweisen, dass das Ding hier vielleicht 2012 irgendwie um den Dreh... geschlossen hat. Ich mag hier auch ehrlich gesagt echt gar nichts anfassen. Hier haben wir noch so einen Plan oder sowas. Mittwoch 2013. Paare. 30 Euro. Einmal. 35 Euro zweimal. SDSH. Was auch immer das heißt. Vielleicht ist ja jemand in den Kommentaren, der öfter mal in Zwingerklos unterwegs ist und kann mir das sagen. Auf jeden Fall scheinen das die Preise gewesen zu sein. So. Samstag. Da war ein bisschen mehr los. Am Wochenende. So, und hier... Sehen Sie weitere Gäste? Warten Sie noch einen kleinen Augenblick bitte, ja. Wir schließen erst in 2 Minuten. Ach so. Dass Sie noch einen kleinen Augenblick bitte hier... Länger brauche ich auch nicht. Aber bitte, wir haben den Kellerbereich, wir haben die obere Etage und wir haben hier das Erdgeschoss. Ja. Hier ist Wartebereich, okay. Sie können sich ein Getränk nehmen, super. Da vorne haben wir Obst. Ah ja, schön. Alter, echt, schaut euch das mal an. Ich will das echt gar nicht anfassen, das ist echt... Was könnte das denn mal gewesen sein? Irgendwelche Beeren oder so, vielleicht. Erdbeeren? Vielleicht. Und das? Boah! Apfelsinen? Die kriegt da ja schon noch 2 andere Apfelsinen, die da dran wachsen. Ey, Leute, das scheint mal so ein SM-Raum oder sowas hier gewesen zu sein. Mit diesem, das ist aber echt billig gemacht, ne? Das ist einfach angemalt. Einfach angemalt, dass hier so eine rote Lichtstimmung drin ist. Hier, guck mal. Ja. Bauschau. Ja, echt. Schön ist das nicht. Nee? Eine Trinkschale. Ja, das steht ja auf Spur. Da kann ich nicht rein. Doch, geh rein. Das ist ein Kondom. Yes. So, tschüss, Norman. Der nächste Lost Placer, der hier reinkommt und dich da gerne sieht. Also Leute, ganz im Ernst, so diese Arztliege und hier diese Fliesen an den Wänden. Ich meine, gut, jeder hat einen anderen Geschmack, aber das finde ich alles andere als irgendwie erotisch oder sonst was. Das finde ich eher abstoßend, muss ich sagen. Aber gut, da spalten sich ja die Geister auseinander. Also ganz ehrlich, das ist doch echt ekelig. Ich meine, jetzt sieht das natürlich alles noch versauter und verschmuddelter aus hier, als es mal war. Aber diese Matratzen, diese alten, mit diesen komischen Laken drauf, hier, nee, das ist doch echt nicht schön gemacht alles. Da fühlt man sich doch nicht wohl. Und auch hier liegen überall... Naja, benutzt sieht es nicht aus, aber Kondome ausgepackt und eingepackt. Ich glaube, dieses Video ist wirklich nicht werbefreundlich an der Stelle. Wir sind hier jetzt, wie gesagt, unten gerade in so einem Sadomaso-Keller oder irgendwie sowas Krankes. Hier ist der Teufel auch an der Wand. Ich weiß nicht, was das für ein kleines Verlies hier mal war. Das kannst du sogar... Ich mag das echt nicht anfassen hier. Das kannst du zumachen und dann hier sogar noch absperren. Und okay, oder da war der Feuerlöscher drin. So Leute, und ein Raum weiter wird es noch besser. Also damit sollte jetzt wirklich, naja, jede kranke Fantasie erfüllt sein, sagen wir mal so. Ja Leute, ich will mich da jetzt auch nicht drüber lustig machen oder so. Wer auf solche Sachen steht, ist ja völlig in Ordnung. Für mich ist es nichts, echt absolut nichts. Aber was ich wirklich sagen muss, es ist nicht schön gemacht, es ist nicht schön aufgemacht. Das hätte man... Das hört sich jetzt hier, Puff-Experte Felix, das hätte man schöner gestalten können. Ja, hier haben wir noch eine kleine Sauna.
nicht wirklich groß. Und das ist so ein kleiner Wellness-Badebereich. Hier steht auch noch ein Shampoo und sowas. Hier auch noch ein alter Latschen. Und hier noch ein kleiner Pool. Und auch hier nochmal der Hinweis, im Pool ist jeglicher Verkehr aus hygienischen Gründen untersagt. Ja, das war auf jeden Fall mal der Haupteingang. Und wenn man hier jetzt reinkommt, hat man hier einen großen Barbereich und einen Aufenthaltsbereich, wo sich Norman und Alex gerade ein bisschen beglücken. Und was ich gerade gesagt habe, dass das irgendwie ein Bordell oder sowas in der Art ist, stimmt natürlich nicht, denn es ist ein Swingerclub und kann das irgendwie jemand genauer erläutern von euch? Ja, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also, Paul erläutert das mal eben. Komm mal ran hier an den Tresen. Leute, wir kommen mal eben zu Rosenrosi und die sagt uns jetzt mal, wie das hier läuft. Es ist folgendermaßen. Wir haben hier zwei Lebensgefährten, Männchen, Weibchen, alles gemischt, ist kein Problem, geht alles rein in den Haupteingang, kommt hier rein, dann wird sich ausgezogen, man kann erstmal trinken, wie man möchte. Jeder macht's mit jedem. Man kann in die Räumlichkeiten im Keller gehen, in die Bondage Lounge hier vorne und dann wird das Ganze eben aufgewertet. Sprich, wir haben ein paar. Es treibt es mit einem anderen Paar oder eben Männchen mit der Frau von dem anderen und so weiter. Ihr habt es verstanden. Super Erklärung. Ne? Vielen Dank, Rosenrosi. Sehr, sehr gern. Ja, wir schauen jetzt hier einmal noch hinter die Bar kurz. Und hier wurde auch schon echt sehr, sehr viel rausgerupft aus den Schränken und boah, ey, alles voll mit den Chips-Packungen, ne? Die ist sogar noch, ne, die ist doch nicht voll. Aber einiges an Getränken steht hier auch noch und da ist sogar tatsächlich noch was drin. Ja, dann gehe ich an der Stelle mal nach vor und nach oben hier. In das Obergeschoss. Ich schätze mal, dass hier noch weitere Zimmer sein werden. Ah, das ist schon komisch. Da hängt eine nackte Frau, da hängt ein Pharao, unten hängt ein Sensemann. Das ist alles ein bisschen durchwühlt. Schauen wir einfach mal hier rein. Auch wieder ein Haufen Kondome. Wie in jedem Raum. Aber das sieht tatsächlich alles noch ein bisschen neuer aus hier. Aber was ist das denn auch für ein Riesenbett? Das sind ja 4 Matratzen, da sind noch 2. Wie viele Leute waren denn hier gleichzeitig drin? Boah! Ich will es mir gar nicht vorstellen. Und hier auch schon wieder. Das heißt, wenn hier welche am Werk waren, auf diesen 3 Matratzen, dann hast du gleichzeitig auch die hier gehört. Also das ist wirklich nichts für mich, Leute. So, wir haben hier jetzt nochmal ein professionelles Werkzeug am Start. Mit dieser Lampe können wir hier vielleicht den ein oder anderen Fleck lokalisieren. Das sind wirklich Flecken. Das sind wirklich Flecken. Oh, ich träume heute Abend was Schlimmes. Hier auch. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Warum machen wir das eigentlich? Hier wie so Hoteltester. Da oben auch, guck mal. Hoteltester. Oh, das ist voll. Was ist das hier eigentlich? Und sie so durchgucken und dann so. das ist das Glory Hole. Das ist so ein großes Glory Hole. Schlimm ist eigentlich, dass man weiß, was das ist. Also, ja, echt. Leute, wisst ihr es auch? Schreibt es mal in die Kommentare. Kennt ihr das Glory Hole? Würde mich mal interessieren. Was ist das, Glory Seeschlitz oder was? Ja. Kannst du hier so spannend wahrscheinlich sein. Ja, genau. Hier nochmal anscheinend das 1001 Nachtzimmer. Ich weiß es nicht. Die sind so ein bisschen themenbasiert aufgebaut teilweise, die Zimmer. Und wenn wir jetzt hier nochmal reingucken, ich habe ja gerade schon mal gesagt mit den ganzen Matratzen, ja. Also hier ist es nochmal viel krasser. Hier liegen noch 6 Matratzen einfach in dem Zimmer. Der komplette Boden besteht quasi aus Matratzen. Und ich muss an der Stelle sagen, ich habe ja eigentlich bei den Locations immer irgendwie so schon sowas im Kopf, wie ich irgendwelche cinematischen Sachen mit Musik hinterlegt irgendwie schneiden kann. Aber bei dieser Location jetzt tatsächlich echt mal keinen Plan, wie ich das irgendwie schneiden soll. Soll ich einfach erotische Musik in den Hintergrund packen und dann hier so ein paar Herzen zeigen? Ich weiß es nicht. In dem Sinne schauen wir jetzt mal in den letzten Raum hier oben rein. Und das ist nochmal was ganz Besonderes. Mit so einer Pyramide noch. Ich weiß nicht, da konntest du bestimmt reinkrabbeln und das hört sich so komisch an. Da sind ja sogar Sessel drin. Ja, also ich muss wirklich geduckt laufen so, um hier jetzt um die Ecke zu kommen. Also wirklich komisch alles irgendwie. Ich weiß nicht, oder vielleicht sind die Leute generell hier einfach auf allen Vieren unterwegs gewesen in dem Laden. Das kann ja auch sein.
Es ist alles ein bisschen lustig schon teilweise, muss man sagen, ja. Es ist nicht böse gemeint, ich will niemandem zu nahe treten, der sowas gerne mag. Ist ja völlig in Ordnung, da soll sich bitte niemand angegriffen fühlen. Aber wenn man das so sieht teilweise, gut, jetzt macht man auch immer ein bisschen Späße und so weiter. Das mache ich ja sowieso ganz gerne. Also Leute, nehmt es mir bitte nicht übel. Hoffentlich ist keiner böse auf mich. Ich möchte niemanden angreifen mit den Aussagen, die ich hier tätige. Wir haben hier gerade nochmal so einen geheimen Gang hinter dem Vorhang gefunden. Ist uns bis jetzt gar nicht aufgefallen. Und hier führt auch noch eine Treppe nach oben. Geheimweg, oder? Das war echt eine Wohnung. Von der Puffenmutti, Entschuldigung. Swingerclub-Mutti. Von der Swingerclub-Mutti. Von der Rosi. Von Rosi. Von Rosen-Rosi. Aber letztendlich komplett durcheinander gelandet, ja, wa? Wirklich. Habt ihr das hier gelesen? Das hier stehen noch so ein paar Lebensmittel. Aber hier ist ja richtig verwüstet worden. Aber Leute, hier ist noch alles voll Einrichtung letztendlich. Also richtig, ja, viele Gewürze. Alles zurückgelassen. Hast du Brot? Wie das einfach aussieht. Nee, du. Eins, so zwei, drei, Brot. Vier. Alle Leute hier mit der Kamera, ey. Und jeder am Sabbeln, ne? Grausam. Hier liegen noch richtig viele komplett eingepackte Süßigkeiten drin. Ich fasse da jetzt einfach mal ganz mutig. Ich will mir mal diese Milka hier nämlich angucken. Boah, da kommt gleich eine Fliege noch mit rausgefallen. 15.07.14 Ablaufdatum. Die ist noch gut. Die ist noch gut. Ja Leute, an der Stelle ist für mich Feierabend. Ich gehe Achtung, hin. Zum guter Letzt. Da sind gerade die anderen gegengelaufen. Ich laufe da jetzt nicht gegen. Boah! Was ist das denn? Also, sowas Widerliches habe ich wirklich noch nie gesehen. Das ist, ich weiß nicht, was es ist. Schimmel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich an der Stelle sagen, erstmal wieder durchatmen. Ja Leute, an der Stelle würde ich sagen, ist das Video auch zu Ende. Die anderen sind schon raus. War mal was anderes. War mal eine komplett andere Location, muss ich sagen. Es ist alles irgendwie so ein bisschen ekelig. Ja, man traut sich hier echt nichts anzufassen. Alles klebt und irgendwie liegt da so ein leichter Film drauf. Und hier muss ich jetzt schon wieder durch dieses Ding durch. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg nach draußen, endlich wieder an eine frische Luft. Schaut doch gerne bei den anderen mal vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir machen uns auf den Weg zur nächsten Location. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein.